merkt schon, die Reifen werden langsam schlechter. Ist aber immer noch okay. Immer noch so ein blauer Fleck im Himmel. Das ist interessant, im ersten Sektor fahre ich immer noch wirklich gute Zeiten. Bei den zweiten, den fahre ich immer. Da muss man drauf achten jetzt. Ja, deutlich verloren im zweiten Sektor. Und den dritten, den treffe ich halt immer nur mal so. Gerade diese Ecke da ist ein schwieriges Problem und hier auch mit den Curbs. Das interessiert mich. Wetterbericht. Es sollte gleich anfangen, leicht zu regnen. Was heißt denn gleich? Ich warte ja schon drauf. Ich sehe, ist Ricciardo mittlerweile wieder Dritter. Nö! Ich verliere natürlich jetzt Zeit auf Hamilton. Okay, ich habe ja auch gerade einen kleinen Fehler gemacht mit dem ins Gras fahren. Aber auch sonst werde ich jetzt Zeit verlieren, denke ich mal. Ich denke mal, im ersten Sektor habe ich die Zeit an Hamilton verloren. Mittlerweile, weil es meine nur noch grün aufleuchtet. Ich warte immer noch auf den Regen. Oh, das war klar. War das gerade ein kurzer Blitz oder was? Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 8,8 Sekunden.
hat schon wieder, ich glaube, eine halbe Sekunde aufgeholt. Ah, die Zeit war okay. Ja. Und Reifen? Ja, noch wurde DRS nicht aktiviert, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay. Wenn du das sagst, glaube ich dir das mal. Ich habe ja noch ein bisschen vor mir in der Runde. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Nein. Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Auf gar keinen Fall fahre ich jetzt in die Box. Oh, jetzt wird es aber langsam seifig hier. Aber Hamilton ist auch draußen geblieben. Okay, ich merke also auf jeden Fall beim Beschleunigen jetzt, wird schon schwieriger. Was mache ich denn da? Ich habe immer noch keine Meldung, dass ich jetzt die Grünen aufziehen kann. Okay, ich bleib noch eine Runde. Okay, manche Autos sind unter diesen Bedingungen bereits am Kämpfen. Wenn wir aber jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir zu langsam sein und sie verheizen. Mach einfach das Beste draus. Danke. Ja, ich habe zum Beispiel damit zu kämpfen, ausgerechnet. Ja, Hamilton scheint es überhaupt nichts auszumachen.
ich bin ja sehr, sehr vorsichtig und Hamilton nutzt das auch gnadenlos aus gerade. Ich habe halt eh nicht mehr die besten Reifen und dann sind die Bedingungen echt Gift, oder? Boah, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Aber sie meinen ja, nö. Boah, und Hamilton kommt so nah. Okay, ich hätte reinfahren sollen. Mittlerweile wird es wirklich schwierig, den Wagen zu kontrollieren. Ich eier dermaßen hier rum, weil ich schon beim Beschleunigen Riesenprobleme kriege. Mittlerweile ist auch das Lenken schwieriger geworden. Ja, und jetzt ist Hamilton dran. So, ich nehme Intermediate, ich versuche es. Denn ich komme einfach nicht mehr klar. Ich rutsche so durch die Gegend. Los, los, los! Ich hatte ja eh meinen Boxenstopp jetzt noch. Ob das so die kluge Entscheidung war, weiß ich noch nicht. Ein paar Informationen zu Massa. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. So, ich hoffe immer noch, dass sie jetzt auch in die Box müssen. Aber ich komme einfach nicht in die Kurven. Ist deaktiviert. So, jetzt ist eigentlich Zeit für Intermediates. Als wenn die anderen auch in die Box fahren, aber ich fürchte, ich hätte die Runde, obwohl, das hätte mir auch nichts gebracht, bin so gerutscht. Die Reifen sind laut unserer Anzeige im optimalen Temperaturbereich. Aha.
So, Hamilton ist direkt vor mir. Oh, der fährt aber sehr langsam hier. Ich meine, ich wusste ja schon, dass ich zu viel Gas gebe hier. Uah. Mit den Intermediates. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 10,6 Sekunden. Mir ist gerade eingefallen, ich hatte ja noch Sprit übrig, für, um die fette Mischung zu fahren. Hätte ich jetzt mal vorhin genutzt. Ah, jetzt habe ich nochmal abgenommen vom Gas. Abgenommen, ist eigentlich schuld. Muss vom Gas genommen, würde ich eigentlich sagen. Hamilton führt das Feld an. Es klang so, als wenn er jetzt gerade überholt hätte, aber hat er ja nicht. Ich fürchte echt, ich habe nicht wirklich eine gute Möglichkeit, den zu kriegen. Ich komme mit dem Regen nicht wirklich gut klar gerade. Ja, 5 Runden. Klar, es ist ja auch nicht mehr weit bis zum Ziel. Der leichte Regen wird mindestens 20 Minuten anhalten. Ja. Und es sind noch 3 Runden. In der Zeit muss ich versuchen, an Hamilton ranzukommen. Erstmal direkt in seinen Windschatten. Muss ich noch mehr versuchen, die Curbs zu meiden als sonst schon. Der Abstand zum Führenden beträgt 0,6 Sekunden. Ja, und ausgerechnet jetzt kein DRS. Klar, im Regen sowieso nicht, aber... Habe ich mich zu weit rausgerutscht? Oh. Oh nein, habe ich wieder zu viel Gas gegeben.
Das hat man davon, wenn man langsam aber sicher sieht, dass die Zeit wegläuft. Bei der Strecke über Überschreitung kriege ich eine Verwarnung. Das habe ich ihn zumindest gekriegt. Oder habe ich missgebaut? Oh, da habe ich ihn getroffen, das war so nicht geplant. Aus meiner Sicht war er noch nicht vor mir. Zumindest hatte ich das so eingeschätzt. Weil er vor der Kurve doch sehr stark gebremst hatte. So, die letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Genau. Das reicht doch. Das reicht für, heißt für ihn ja normalerweise nur diese Runde und dann noch zwei. So, ich tucker oder versuche möglichst sicher nach Hause zu tuckern. So, letzten Kurven. Und wir haben es geschafft. Absolut spitze, wirklich toll. Das hast du echt gut gemacht. Boah.
Fahrzeug, aber ich die letzten Runden unter Stress. Großartige Leistung von Männer. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Jeder Fahrer muss sein Bestes geben, um mit solchen Bedingungen zurechtzukommen. Und es war wirklich etwas Besonderes zu sehen, dass sie sich an die Spitze kämpfen konnten. Er hat den Grip nicht verloren, immer die Ideallinie gefunden und war dazu noch selbstbewusst genug, um aufs Gas zu steigen. Dadurch konnte er heute den ersten Platz erkämpfen. Ich sehe schon, dass die Fahrer bereits auf dem Weg sind. Das war eine beeindruckende Leistung und letztendlich der verdiente Lohn für den großen Aufwand. Manor Racing holt sich heute den Sieg. Ja, da wissen Sekt verspritzen. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Hätte nicht mehr gedacht, dass ich Hamilton kriege. Wie gesagt, rauskicken wollte ich den eigentlich nicht. Aber sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Gar nicht so einfach, aber alles in allem würde ich sagen Nico Rosberg. Er ist von Beginn an nahezu fehlerlos unterwegs gewesen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch von Manor Racing war das heute eine herausragende Leistung, mit der sie in der Rangliste einen weiteren Schritt nach vorn machen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, naja, ich muss jetzt sagen, mich wundert ein bisschen, dass er Rosberg rausnimmt. Denn der ist immer noch relativ weit hinten. Moment. Ja doch, war doch richtig. 16. Und ja, ansonsten bin ich zufrieden. Ich bin der Einzige mit nur einem einzigen Stop. Das war aber auch haarscharf. Da hätte ich fast mich verpokert. In der Rangliste. Ja, ich habe ordentlich Punkte gut gemacht. Und das wird jetzt nicht immer so sein, aber bin sehr zufrieden. Ich bin natürlich der Einzige, der bei uns die Punkte holt gerade. Damit kommen wir dann zu den Ressourcenpunkten. Saubere Runden in Prozent 96. Ich gehe davon aus, dass die Kollision abgezogen wird. Und vielleicht auch die Streckenübertretung, das weiß ich nicht. Ansonsten, ja, kann ich zufrieden sein. Das Rivalen-Update. Okay, konnte bei allen punkten. Das ist sehr schön. Gut, hier wird sich nichts mehr tun. Ja. Zumindest überall Punkte gekriegt. Hi, das wird dir gefallen. Ich komme gerade aus einem Meeting mit dem Chef und nun, gratuliere, du hast erstklassige Arbeit geleistet. Hier. Und das bedeutet jetzt Teamaufstieg. Guten Tag, Jörmund. Du hast dich als wichtiges Mitglied des Teams bewiesen. Aus diesem Grund haben wir dich zum ersten Fahrer befördert. Dadurch erhältst du zusätzliche F&E-Ressourcenpunkte. Ah, okay. Diese Entscheidung tritt sofort in Kraft und wird am Ende der Wochenendergebnisse angezeigt. Herzlichen Glückwunsch, Manor Racing MRT. Das ist sehr schön für mich. Das da kann ich mir nicht angucken. Sonst auch nichts. Dann gehen wir mal zum Laptop. Ich habe 281 Punkte. Das reicht leider noch nicht. Okay, ich könnte das natürlich nehmen, aber wie gesagt, das reizt mich nicht so wirklich. Könnte man lieber beim nächsten Mal nochmal hier die den Luftwiderstand verbessern. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns auch am nächsten Rennwochenende. Bis dahin, ciao.